Dem Scheitan gelingt es nicht einfach, Menschen in die Irre zu führen. Außer er bedient sich folgender Tricks und Werkzeuge, die nur schwer als Werkzeuge des Bösen erkennbar sind. Deswegen führt er die Menschen mit Tricks in die Irre. Welche Tricks und Werkzeuge sind das? Erstens, das Ausschmücken des Haram. Damit bringt Scheitan die Menschen am einfachsten vom geraden Weg ab. Scheitan versucht ständig, das Verbotene als etwas Schönes darzustellen und erfindet schöne Namen für die verbotenen Dinge. Er lässt den Haram in deinen Augen so schön aussehen, bis er dich dazu bringt, das Verbotene zu begehen. Iblis selbst sagte zu Allah subhanahu wa ta'ala, mein Herr, darum, dass du mich in die Verirrung hast fallen lassen, werde ich ihnen ganz gewiss auf der Erde das Böse ausschmücken und sie ganz gewiss allesamt in die Verirrung fallen lassen, außer deinen Dienern, den Auserlesenen unter ihnen. Dasselbe Werkzeug verwendete Iblis bei Adam a.s., um ihn in die Irre zu führen, damit Adam und Eva vom verbotenen Baum essen. Er schmückte ihnen den Baum aus und versprach, wenn ihr von diesem Baum isst, werdet ihr ewig im Paradies leben und Engel werden. Iblis machte ihnen den verbotenen Baum unwiderstehlich, bis sie ihm auf den Leim gingen und dadurch aus dem Paradies auf die Erde verbannt wurden. An einer anderen Stelle im Koran sagt Allah subhanahu wa ta'ala, bei Allah, wir haben bereits Propheten zu Gemeinschaften vor dir gesandt. Da schmückte ihnen der Satan ihre Taten aus. So ist er heute ihr Schutzherr und für sie wird es schmerzhafte Strafe geben. Zweitens, das Hinauszögern guter Taten. Ein weiteres Werkzeug, das der Scheitan gerne benutzt. Er bringt Menschen dazu, ihre guten Taten hinauszuzögern. Er flüstert dir zu, dass du noch ausreichend Zeit hast. Du kannst dein Gebet auch später beten. Er weckt Trägheit bei den Menschen, bis sie ihr Gebet verpassen. Man kann so viele junge Menschen sagen hören, ich habe noch genug Zeit für Gebete. Jetzt ist die Zeit, dass ich mein Leben genieße. Wenn ich alt bin, kann ich immer noch bereuen und beten. Wirklich? Und was machst du, wenn du jung stirbst? Zögere deine Gebete nicht hinaus. Wenn du morgen beten möchtest, bete heute. Und warum nicht sofort? Warum später? Lass dir nicht vom Scheitan deine Zeit stehlen. Drittens, Scheitans Versprechen, dass du dein Glück auf Erden erreichen wirst. Scheitan liebt es, die Wünsche und Schwächen der Menschen zu erkunden. Und dann verspricht er ihnen, er zeigt ihnen den geebneten Weg, der sie in die Irre führt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, er macht ihnen Versprechungen und erweckt in ihnen Wünsche, aber der Satan macht ihnen nur Versprechungen in Trug. Der Scheitan beschäftigt sich mit schönen Wünschen, Wünsche, die für dich keine wahren Vorteile haben. Er beschäftigt dich damit, Geld zu sammeln, Ansehen zu erlangen und vorübergehende Genüsse zu verwirklichen, bis du am Ende begreifst, dass deine Zeit um ist und du leer ausgehst. Denk einen Augenblick an jene Menschen, die zu den Reichsten der Welt gehören. Können ihre Milliarden ihnen helfen, ihr Leben um eine einzige Minute zu verlängern, wenn der Tod zu ihnen kommt? Natürlich nicht. Und warum? Weil ihr Vermögen nur eine Illusion ist, die ihnen nichts nützt, außer sie geben ihr Geld auf Allahs Wege aus. Viertens, er zeigt sich den Menschen gegenüber wohlwollend. Der Scheitan führt die Menschen in die Irre, indem er behauptet, er wolle nur das Beste für sie. Wie in der Geschichte über Adam a.s. beschrieben wird. Und er schwor ihnen, ich gehöre wahrlich zu denjenigen, die euch guten Rat geben. Genauso verhält es sich mit anderen Menschen, wenn die Shayatin sie auf ihre verschiedene Weise in die Irre führen, während sie behaupten, nur das Beste für sie zu wollen. Fünftens, schrittweise Irreführung. Einen weiteren Trick wendet der Scheitan beim Menschen an. Er bringt einen guten Menschen Schritt für Schritt vom geraden Weg ab. Er schafft es nicht, dass jemand plötzlich große Sünden begeht. Also kommt er durch einen kleinen Spalt zum Menschen und bringt ihn eine kleine Sünde zu begehen. Dann noch eine und noch eine. Die Vorstufe für große Sünden sind kleinere Sünden. Sechstens, Einpflanzen von Zweifeln. Mit diesem Werkzeug pflanzt er Zweifel in die Herzen der Menschen und bringt ihren Glauben zum Wanken. Es wird überliefert, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, der Scheitan kommt zu dir und fragt, wer hat dieses erschaffen, wer hat jenes erschaffen, bis er mit der Frage kommt, wer hat Allah erschaffen. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam befahl uns, wenn wir zu solchen Fragen kommen, sollen wir Zuflucht bei Allah subhanahu wa ta'ala vor dem bösen Scheitan suchen. Hier sehen wir die Bösartigkeit des Scheitans am Beispiel des Zweifels, obwohl es auf die Frage eine klare Antwort gibt. Schafft es Scheitan immer wieder, den Glauben vieler Menschen zu erschüttern. Siebtens, Magie. Wer auch immer auf Magie hört, wer auch immer zu Magiern geht, wer auch immer an Magier glaubt, wird zum Ungläubigen an Allah subhanahu wa ta'ala. Warum? Denn eine der Handlungen, mit welcher versucht wird, die Macht Allahs nichtig zu machen, ist Magie. In dem Moment, wenn du siehst, wie der Magier arbeitet, denkst du, diese Person ist doch mächtig. Diese Person hat übernatürliche Kräfte. Du beginnst Allah subhanahu wa ta'ala zu vergessen. Stattdessen ist deine gesamte Aufmerksamkeit auf diese Magier gerichtet. Das ist die größte Irreführung. Diese unschuldigen Menschen werden hinters Licht geführt von jemandem, der behauptet, er könnte das Unsichtbare sehen. Wisst ihr, wie sie vorgehen? Manchmal haben sie eine Beziehung zu den Djinn, was verboten ist. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, und manche Männer von den Menschen pflegten Zuflucht zu nehmen bei einigen Männern von den Djinn, doch mehrten sie bei ihnen die Drangsal. Und dieser Mann mit langem Bart, mashallah, und tollem Turban, sagt ihr,
Sag Subhanallah. Du sagst Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Sag Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Dann sagt er, nun werde ich dir sagen, was mit dir nicht stimmt. Du musst diese Dinge nehmen und jenes Zeug nehmen. Dann fügst du all das zusammen und es wird dir besser gehen. Du sagst Shukran, Jazakallahu Khairan, Ma'ashallah. Dieser gute Mann wollte kein Geld von mir nehmen. Doch er hat dir deinen Iman genommen. Was ist die Folge davon? Dieser Mann geht davon und verspottet Allah subhanahu wa ta'ala. Er macht sich lustig über unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam. Du hast ihnen gesagt, sie sollen sich vor Allah verbeugen. Wir haben dir versprochen, wir werden sie in die Irre führen. Sieh sie dir an, sie sind bereit, dieses und jenes zu tun. Sie machen allerlei Dinge, die keinen Sinn ergeben, nur weil wir es ihnen gesagt haben. So bringt der Scheitan die Menschen um ihren Iman. So betest du den Teufel an und merkst es nicht einmal. Und du bist fröhlich und sagst weiterhin Allahu Akbar. Es gibt noch viele weitere Tricks und Werkzeuge des Scheitan, auf die wir ein anderes Mal näher eingehen werden. Unter anderem benutzt der Scheitan folgende Werkzeuge: Rauschmittel, Glücksspiel, Götzen, Wahrsagerei, O, die ihr glaubt, berauschender Trank, Glücksspiel, Opfersteine und Lospfeile sind nur ein Gräuel von dem Werk des Scheitan. So meidet ihn, auf dass es euch wohlergehen möge.